Hallöchen. Hallo zusammen. Paul, mein Name. Neben mir ist die Madame Biao. Und heute geht es ein bisschen um Fotoshooting, Models, TFP und wann man TFP macht, was man das nicht macht, wie man vielleicht Models findet und vielleicht irgendwelche interessanten Sachen, die ihr noch nicht wisst, damit man sozusagen mal auch den Nichtkennern von TFP mal zeigt, was TFP ist. Ja, ein paar nützliche Tipps. Ich hoffe, da sind ein bisschen was dabei. Ja, du bist, wie lange machst du das schon modelmäßig? 10 Jahre. Ja, 10 Jahre. So lange bin ich noch nicht Fotograf. Ja. Stimmt, du machst das schon quasi länger als ich. Ja. Und deswegen klappt das auch so gut. Wollen wir noch kurz umreißen, was TFP ist? Time for Pizza. Time for Pizza, richtig. Das ist das Erste, was man mitbringen sollte. Deswegen schreibe ich das doch immer, wenn mir eine Pizza Hawaii mitbringt, mit Ananas und Schinken, der bekommt dann 3 Bilder extra. Und wenn Kiwi oben drauf ist, noch mehr? Denn noch mehr, okay, ja. Gut. Genau. Und das ist geklärt dann. Weil normalerweise kriegst du ja bei TFP immer nur 10 Bilder, das war so die Standard-Variante. Nee. Ah ja. Nee, also man bekommt nicht immer 10 Bilder. TFP, das kennen viele nicht. Tatsächlich ist es so, dass ganz viele erstmal gar nicht wissen, was TFP ist, wie man das benutzt und kriegt da einer Geld, kriegt da nicht Geld, das würde Geld geben. Nee. Nein. Das würde kein Geld geben. Na toll. Mhm. Nein, also TFP, Time for Pictures in dem Sinne, beziehungsweise oftmals auch genannt Time for Print. Kommt ein bisschen auch aus der älteren Zeit, denke ich, wo man einfach auch noch die Sachen auch vielleicht noch analog gemacht hat und dann eben Abzüge bekommen hat. Ja, und in dem Sinne, TFP wird oft dann verwendet, wenn man was zum Beispiel was ausprobieren möchte, wenn jemand neues Equipment bekommen hat oder eine neue Bildidee hat und man nicht so genau weiß, ob das irgendwie alles klappt. Dann kann man sich da auch verabreden, einfach so zu einem Test-Shooting zum Beispiel. Genau. Kannst du dich noch an dein erstes TFP-Shooting erinnern? Ganz vage, wobei TFP war es in dem Sinne nicht, weil mein allererstes Shooting hatte ich gewonnen. Das hatte ich in einem vorherigen Video erzählt. Gewonnen? Stimmt, ja. Stimmt, irgendwas war da. Aber erzähl ruhig nochmal. Da bin ich angefixt worden. Also ich habe bei einer Ausschreibung mitgemacht, nee, nicht Ausschreibung, bei einem Gewinnspiel mitgemacht und habe dann da eben gewonnen und habe dann mein erstes Shooting mit einer damals professionellen Fotografin eben gemacht. Stimmt. Habe somit auch direkt gleich gesehen, wie gut man da aussehen kann auf Bildern und war dann total angefixt. Und dann habe ich natürlich auch angefangen, mich bei Plattformen anzumelden, die mir dann so zugetragen worden sind. Das ist ein gutes Stichwort, weil bei mir wurde letztens gefragt, ja, wie finde ich denn mal Fotografen für TFP-Shootings? Du kannst ja einfach nicht jeden anfragen und sagen, ey, kann ich mal kostenlos von dir fotografiert werden? Da muss man schon clever sein, dass derjenige das macht, wenn man den anschreibt. Aber man kann zum Beispiel, das ist das ganz Banalste, bei Instagram mal das Hashtag TFP und dann deine halt Stadt, wo du wohnst, eingeben. So mache ich das, wenn ich manchmal Mädels suche, die eventuell Bock auf ein TFP-Shooting haben. Okay. Bei jeder Stadt, cool. TFP Berlin, TFP Cottbus, TFP Dresden oder was, da gibt es in jeder Stadt immer diese Hashtag TFP und die Stadt. Und dann findest du immer Fotografen und Models. Cool. Also ich verwende den Hashtag nicht, also mich wird man da wahrscheinlich nicht so finden. Stimmt. Muss man ein bisschen Glück haben vielleicht. Aber ich glaube, Instagram ist aktuell auf jeden Fall eine gute Plattform. Ja. Um sich dazu, also man kann ja da auch ein bisschen durchstöbern, meistens kommt man eh vom einen Fotografen dann zu dem nächsten, weil alle sind ja irgendwie untereinander verlinkt, gerade auch in der gleichen Stadt. Der eine kennt den anderen. Ja, schwierig manchmal. Mich kennen nicht so viele, ich bin unbekannter Fotograf. Teilt das Video, wenn ihr wollt, dass ich bekannter werde. Ja, cool. Genau, ansonsten habe ich ganz am Anfang angefangen, mich bei der Modelkartei anzumelden. Die würde ich jetzt aktuell gar nicht mehr so empfehlen. Warum? Die ist dafür auch ein bisschen bekannt, dass man da halt auch Bilder posten kann, die ein bisschen freizügiger sind. Modelkartei ist eine Webseite, wa? Ja. Genau. Genau, das ist eigentlich so eine spezielle Plattform für Fotografen und Models. Ich glaube auch in letzter Zeit ein bisschen auch in Verruf geraten, dadurch, dass sich da tendenziell mehr Fotografen als Models tummeln. Ich war da noch nie angemeldet. War ja, muss doch nicht. Ist das echt so schlimm? Also ja? Es gibt gute Fotografen, es gibt aber auch welche, die halt sich nur anmelden und gucken, ob sie da irgendwie an Models kommen. Und vor allem, ich habe die Erfahrung gemacht, direkt als ich mich am Anfang angemeldet habe, dass mir sehr, sehr viele Fotografen geschrieben haben oder Fotografen geschrieben haben. Die halt dann auch direkt irgendwie ein Aktshooting oder sowas mit mir wollten. Und ich hatte noch keine Bilder drin und gar nichts. Ja. Und da wird sich direkt quasi wie so auf Frischfleisch Macht man? Wie sagt man da? Frischfleisch? Auf Frischfleisch gestürzt wahrscheinlich. Gestürzt, ja, richtig, genau. Meinst du, man, also
als TFP-Shooting, meinst du, man sollte das als Model, kann man das gleich so machen, direkt als TFP-Shooting das erste, so ein freizügiges Shooting, oder wie sollte man da anfangen? Na, ich würde mich da auf jeden Fall rantasten an der Stelle. Ja. Also das kann sehr schnell in die Hose gehen, also wenn man da ja absolut unerfahren ist, würde ich nicht mit freizügig anfangen. Also das ist... Außer du hast ein erfahrenes Model dabei. Wir hatten nämlich schon mal ein Shooting, da hatte eine bei, die hat noch nie ein Fotoshooting gehabt. Die haben wir mitgenommen, Grüße gehen raus, sind wunderschöne Bilder geworden. Und da warst du bei und deswegen hat sie sich so sicher gefühlt. Okay. Ja. Cool. Und deswegen hat sie sich, wo am Wasser waren. Ja, genau. Ja, stimmt. Und da hat sie sich okay. So extrem sicher gefühlt, weil du dabei warst und du schon ein bisschen Ahnung hattest. Und da war die Freizügigkeit auf immer kein Problem. Da musste ich ja noch sagen, zieh dich mal wieder an, ich möchte doch mal für Instagram Bilder machen. Okay, so kann es auch gehen, ja. Gut, also Hauptmessage sollte halt sein, natürlich ein bisschen vorsichtig sein an der Stelle. Und ich denke vor allem für einen richtigen Anfänger ist es erstmal wichtig, überhaupt wie wirklich vor der Kamera und erstmal so ein bisschen Posen üben. Weil gerade wenn es dann in die freizügige Richtung geht und der Fotograf vielleicht auch nicht der allerbeste ist, ist ja manchmal am Anfang auch so, dass beide vielleicht unerfahren sind. Dann kann das sehr schnell in die Hose gehen. Auf was achtest du da beim Fotografen, wenn du jetzt einen seriösen Fotografen finden willst? Worauf achte ich da? Also hauptsächlich denke ich auf schon gute Bilder in dem Sinne, welche die mir gefallen vom Bildstil her. Oder ich lasse mir halt welche zeigen, wenn ich jetzt eine Anfrage bekommen habe und ich sehe keine Bilder im Profil. Ich schaue auch oft, gerade in der gleichen Stadt, sieht man ja vielleicht das ein oder andere Model, was man vielleicht schon kennt. Da würde ich dann drauf schließen, okay, die hat auch mit dem geshootet und findet den dann gut. Kann man aber auch mal nachfragen, mache ich auch oft, wenn ich unsicher bin. Ich schreibe dir dann einfach an und sage, hey, wie fandest du das Shooting bei ihm? Immer auch die Rezension gucken und fragen, wenn du jemanden kennst, der da mit dir arbeitet hat. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel ein Model mal gesehen habe, dann einfach den Menschen, ist ja meistens verlinkt, der die fotografiert hat. Genau. Ey, wie ist das so, hat das geklappt oder so, wie viel Erfahrung hat die? Dann weiß man gleich, was so ein bisschen kommt. Das ist jetzt nicht ausspionieren und hintenrum Informationen fragen, sag ich mal. Nee, gar nicht. Das ist einfach nur mal so, um gerade für das Model Sicherheit zu bekommen, war das alles okay bei dem Fotoshooting? Weil ich glaube, wenn du da als Fotograf bei einem Model verkackst, spricht sich das ganz schnell rum, dass du dann gar keine Shootings mehr machst. Das kann passieren, durchaus. Ja, also trotzdem hole ich mir halt so oder so dann auch meine Meinung von dem Model ein und frage einfach mal, wie hast du dich gefühlt bei dem Shooting oder wie fandest du es allgemein? Muss jetzt nicht gleich sein, dass sie da irgendwie mit einer Horrorstory auspackt oder so, sondern einfach nur, um irgendwie ein Gefühl für den Fotografen zu bekommen, falls ich den letzten Anlass quasi noch so eine Bestätigung nochmal, dass ich auch sage. Reden wir mal über Posen. Idealerweise ist es ja so, dass einer in dem Shooting Ahnung hat, was er machen will. Ne? So wie heute zum Beispiel, da hatte ich dann eine Idee. Gut, am Anfang habe ich vergessen, was wir machen wollten, dann habe ich erstmal komplett verpeilt. Und wenn man aber, im Idealfall hat der eine Idee, will was Neues umsetzen. Der Fotograf zum Beispiel möchte irgendwas nachmachen, was lernen, was er noch nie gemacht hat. Ja. Und wie leitet man denn so ein Model an zum Posen? Hast du da Präferenzen, wie du das möchtest, dass dir einer was beibringt oder was zeigt, was du machen sollst? Also mir wäre es natürlich schon ganz lieb, wenn der Fotograf auch ein bisschen reden kann. Manche können es gar nicht, weil sie direkt voll in ihrem Flow sind. Mach mal so den Arm. Das ist falsch. Nee, es gibt auch welche, die gar nichts mehr sagen, es einfach nur draufhalten, das dann wird dann schwierig. Ja, genau. So in der Art. Manchmal mache ich auch so ein bisschen selber von mir aus. Also ich rate aber schon, dass zumindest so ein bisschen auch eine Anweisung kommt von wegen, ja, das war jetzt gut oder mach lieber so. Oder wenn es halt gar nicht klappt, wenn manche sind ja dann noch nicht so mit Worten, noch nicht so gewandt. Da ist es dann halt besser, dann müssen sie halt mal kurz vormachen oder so, dann sagen sie halt... Das mache nämlich ich immer so. Also stimmt, wenn, ja, das alles nicht aus. Ja, ja, also ich finde das am allereinfachsten, wenn ich einen Menschen das vormache, was ich von dem will. Da gehört so ein bisschen dazu, dass man sich selber ein bisschen posingmäßig kennt und das ein bisschen kann. Aber ich mache eigentlich, wenn ich was zeigen will, guck mal, mach mal das und das, dann mache ich die Pose nach, auch wenn die noch so, keine Ahnung, feminin ist, komisch, freizügig oder gelenkig sein muss, ne? Ja, dann einfach kann man ein bisschen aushalten. Ja, dann einfach vormachen. Wenn du jetzt nicht gerade Rückenprobleme hast, dann kannst du auch diese Posen, die du machen willst, vormachen. Ja? Weil andeuten. Andeuten geht ja. Wirklich. Das ist dann am allerschnellsten für mich, weil ich bin nicht so gut in erklären, mach mal das Bein so. Das mache ich dann, wenn sie die Pose dann so hat,
dann kann ich sagen, mach mal den Arm weiter rein, mach mal das Bein weiter nach da und den Rücken ein bisschen anders, Bein so. Dann kann man so Feintuning machen. Aber das Grobe, um die grobe Idee zu machen, die mache ich immer vor. Kleiner Tipp, immer mit links und rechts immer die Modelsicht nehmen. Hattest du vorhin nämlich auch gemacht, ja. Du hast auch gesagt, mach mal den linken Arm und dann... Ja, den anderen links. Ja, mhm. Genau. Ja, das ist oft dann, weil man sieht das ja aus einer anderen Perspektive. Ja, da muss ich aber immer schmunzeln, das passiert öfter mal. Ja, genau. Da kommt man irgendwann rein. Mhm. Kommen wir mal dazu, was man nicht machen sollte. Am besten nicht 20 Minuten vorher absagen oder so. Oder selbst wenn du am selben Tag noch absagst, ist auch manchmal schon blöd. Am besten sollte man vorher nochmal 2-3 Tage vorher fragen, ey, klappt das noch mit uns beiden? Steht das noch? Ja. Erinnert den Fotografen nochmal dran, dass er das nicht vergisst, wenn man was machen will, dass man eben nochmal schreibt und dann sagt, ey, wir wollten ja Samstag uns sehen. Huch! Ja, stimmt. Ach ja, stimmt. Ja, ja. Also das ist auf jeden Fall sehr hilfreich, vielleicht auch einen Tag vorher einfach nochmal zu fragen, hey, ne? Morgen-Shooting, alles klar soweit? Ja, ja, auf jeden Fall. Nochmal, ja... Manche sind dann einfach ein bisschen verpeilt, das passiert, oder man hat irgendwie im Trubel vergessen, sich den Termin zu notieren oder so. Ja. Von da ist es schon ganz gut. Ich glaube aber, so kurz vorher absagen, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass man das muss, weil eigentlich weiß man es ja vorher, ob man shooten möchte oder nicht. Naja, wenn ich krank bin, dann weiß ich es auch einen Tag vorher, wenn es schon mal. Mir wurde auch schon mal am selben Tag abgesagt, okay. Weil man dann irgendwie nicht mehr kann, die Katze gestorben ist oder weiß ich was. Grüße gehen raus an die Instagram-Seite Bock zu shooten zum Beispiel. Da kam nämlich so eine Fälle letztens, wann man da absagt und nicht absagt und nicht so früh vorher absagen. Eher ganz also spät absagen, lieber ganz früh absagen, das ist besser. Okay. Ja. Kleine Anekdote hätte ich. Erzähl mal. Dazu. Ich habe tatsächlich auch mal einen Tag vor einem Shooting abgesagt, aber aus dem Grund, weil ich mir unsicher war und dann rausgefunden habe, dass eine Freundin von mir mit dem Fotografen geshootet hat. Und die hat mir tatsächlich dann auch erzählt, dass sie ganz schlechte Erfahrungen mit dem Fotografen gemacht hat. Und echt? Ja. Einen Tag vorher? Ja. Das war natürlich so kurzfristig, weil ich habe ein bisschen rumgefragt, so, ob den irgendwer kennt. Weil irgendwie war ich mir unsicher, weil dann auch die Anfrage so ein bisschen schon sehr in den Fetischbereich reinging. Dann so, magst du das machen? Würdest du das machen? Und dann wurde das auch immer komischer und deswegen, und dann kam halt raus, dass eben eine Freundin bei ihm war und der hat dann, ja, das will ich jetzt an der Stelle gar nicht ausführen, und habe ich abgesagt. Und das End vom Lied war tatsächlich, es war gut, dass ich abgesagt habe, weil danach wurde ich übelst beschimpft. Echt? Mit Schimpfwörtern, die man eigentlich einer Frau nicht sagen sollte. Ihr könntet doch piepen. Genau. Naja, noch schlimmer, so spielen oder sowas oder krass. Halt auch irgendwie, genau. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, ich habe alles richtig gemacht. Alter, krass. Also nochmal gut davon gekommen, also keine Ahnung, was der dann mit mir gemacht hätte. Also, weil aber ich frage mich immer, wie man als Fotograf sich denn so seinen Ruf versauen kann. Das ist mir so wichtig. Ich habe 39 5-Sterne-Bewertung bei Google. Das ist mir so wichtig, dass man eine gute Reputation hat. Das ist doch, das Mundpropaganda ist das Allerwichtigste als Fotograf, finde ich. Ja. Ja, das ist unheimlich wichtig. Wenn du, ja klar, kann man mal über verkacken, die Bilder sehen vielleicht nicht perfekt aus. Du musst doch nicht beim TFP-Fotoshooting immer perfekte Bilder machen. Das ist nicht Prämisse. Ja, aber sich dabei gut benehmen. Ja. Gut, aber es gibt immer welche, immer schwarze Schafe hast du überall und die werden dann auch immer mal irgendeinen Idiotenleiter finden, das ist halt leider so. Aber dann hoffe ich, dass hier mit auf jeden Fall ein paar schon mal ein bisschen davor gefeit sind. Aber kommen wir mal zu den echt positiven Sachen bei TFP. Yeah. Was ich gut finde bei TFP, wenn du jetzt junger Fotograf bist, du hast das noch nicht so oft gemacht und denkst dir vielleicht, willst du mal mit einer echt hübschen Model richtig schöne Bilder machen. Und da hast man immer, am Anfang hatte ich das auch so einen Druck dahinter. Ich denke mir, krass, jetzt kommt hier so ein hübsches Mädel und die will ich jetzt gut fotografieren. Das ist aber nicht die Ultra-Prämisse, dass die Bilder gleich perfekt werden. Im Idealfall probierst du ja was aus und lernst was Neues. So wie ich heute. Ich mache was Neues, was ich noch nicht gemacht habe. Und dann lernt man was Neues. Wenn man in einem Lernprozess ist, das heißt ja nicht können. Das heißt ja deswegen lernen, weil man es noch nicht gemacht hat. Und dann muss das nicht perfekt werden. Ja. Ich glaube, das Model wird schon zufrieden sein, wenn da 1-2-3 gute Bilder rauskommen. Wenn man was ganz Kompliziertes macht, kann es auch sein, dass man 2-3 Stunden braucht für ein Foto. Wenn man jetzt mal komplizierte Blitztechniken, komplizierte Belichtungssetup erstmal aufbauen hier und alles. Ja, hatte ich auch schon alles. Mhm. Und dann ohne Bild rausgegangen, das hatte ich auch schon.
Aber ganz ehrlich, genau, aber ganz ehrlich, genau deswegen kann man sich ja verschiedene Bildmotive aussuchen und dann macht man halt auch ein Bild, wo der Fotograf sich schon sicher ist, dass da was draus wird. Ja, oder so, ja. Aber ohne, komplett ohne Bild. Ja. Ei. Ich hatte ja, also ich fand das Shooting eigentlich nicht schlimm, aber im Nachgang kam dann eben raus so, naja, ist nichts geworden, traue ich mich, die nicht zu zeigen und habe halt nie irgendwie gesehen, also auch keine Vorstellung. Ja, moin, so Alter, ich zeig erstmal gar kein Bild. Es fängt hier übelst an zu regnen, ey, bei uns. Krass. Weltuntergang. Weltuntergang. Nee, also ich hatte ja mal ein TFP-Fotoshooting gemacht, wo ich danach froh war, dass das Mädel die ganzen Bilder verloren hat oder die Frau besser hat. Habe ich mal in einem anderen Video erzählt. Ja. Weil die Bilder sind echt blöd geworden. Ja. Aber heute war ich extrem zufrieden. Vielleicht blenden wir mal ein paar Bilder ein. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann müsst ihr sie mal anschreiben auf ihre diversen Kanäle, wo sie die vielleicht hochlädt. Vielleicht haut die auch auf meine Webseite die Fotos, weil da kann ich die auf jeden Fall posten. Instagram hat da ja gerade so ein paar Regelungen, dass wenn man ein bisschen zu viel Haut zeigt, denkt Instagram gleich, oh mein Gott, der ist. So, weißt du? Heute musst du, glaube ich, zensieren, oder? Ja, ja, das muss ich, glaube ich, piepen. War? Okay. Wenn man so eine Wörter muss man, glaube ich, bei YouTube piepen. Selbst bei YouTube darf man so eine Bilder, glaube ich, nicht zeigen, wie hier, blurret jetzt, das ist jetzt hier das Bild eingefügt, total verpixelt. Ja, oder ditte hier, weißt du, und dit darf ich auch nicht zeigen. Oder dieses Bild hier. Weißt du, das darf man, das ist total blöd. Deswegen guckt, schreibt sie gerne an, die kann da ein paar Bilder zeigen und auf meiner Webseite findet ihr da auch einige Sachen. Ja, sag euch dann, wo man die findet. Genau, dann müsst ihr sie mal anschreiben. Die erzählt ihr das dann schon. Ja. Lohnt sich aber, sind gute Bilder geworden. Hast du noch ein Thema jetzt? Nö, ich kann ja ein bisschen Eigenwerbung machen. Mach das mal. Und zwar an der Stelle eben, wenn ihr noch Anfängerfotograf seid, ihr könnt mich auch für Pay-Shootings buchen. Ist halt dann nicht mehr. Das ist eine sehr gute Variante. Darüber können wir auch noch reden. Vielleicht kurz angeschnitten, eben wenn ihr ein unsicherer Fotograf seid oder wenn ihr aufgeregt seid, habt ihr, glaube ich, bei mir dann auch ganz gute Chancen oder gute Möglichkeiten, weil ich bin ja ziemlich pflegeleicht, glaube ich. Und ja. Da kannst du wahrscheinlich mehr dazu erzählen an der Stelle. Du bist dann wahrscheinlich irgendwann nicht mehr so aufgeregt. Ich habe dich ja mal gekauft. Ich habe Menschenhandel betrieben. Und ich habe dich für das letzte Werbevideo gekauft. Stimmt. Da habe ich den Menschen eingekauft, den ich wollte, und habe dann gesagt, mach mal. Darf dir denn alle sagen? Nein, Quatsch. Also man kann sich auch Menschen dann buchen, Menschen kaufen, Menschen handeln oder besser gesagt die Person dafür bezahlen, dass man die fotografieren darf. Ja. Ja. Mit dir klappt das auch echt gut, muss ich sagen. Mhm. Allein bei dem letzten Werbevideo, das war echt gut. Und wenn man... Eigentlich ist das wie so eine Art Investition in was lernen. Man kann A, einen Fotokurs buchen und das ewig lernen online oder was, wie man das Porträtfotoshootings macht. Das dauert aber in der Regel sehr viele Stunden Zeit, bis man das fertig hat. Man kann sowas allerdings auch dann direkt sozusagen buchen mit dir und so den Menschen dafür bezahlen, dass man was lernt. Oder mit jedem anderen professionellen Model, was das anbietet, genau. Ja, genau, dass man halt dann, hast du, was man direkt macht, lernt man einfach am besten. Also ich studiere Lehramt und da habe ich gelernt, dass 90% von dem, was du selber machst oder selber erklärst, merkst du dir. Ja, ja. Wenn du bloß was liest oder was hörst, merkst du dir zu 10-20%, was selber machen. Das ist immer der Schlüssel. Selber ausprobieren, da lernt man das am meisten. Ja. Ja. Gerade wo oder in einen Workshop gehen. Also geht ja auch, also muss ja nicht immer 1:1 Shooting sein, gibt ja mit Sicherheit auch den einen oder anderen Fotografen oder Model, was und in Kooperation mit einem Fotografen dann auch Workshops anbietet. Genau. Und das Schöne ist, wenn man dann mal mit einem tollen Model gute Bilder gemacht hat, wenn du jetzt Anfängerfotograf bist und machst von einem Model echt super Bilder, dann hast du auch die Chance, dass du danach schnell mal Fotoshootings hast, wo deine ganzen Freundinnen, die dir bei Instagram folgen, die sowieso scharf drauf sind, mit dir zu fotografieren, weil du einfach mal die Kamera hast. Den kannst du dann Fotoshootings verkaufen, weil du hast ja dann sowas schon mal gemacht und kannst vorweisen, was du kannst. Mit einem guten Model werden die meistens auch gut. Nicer Trick. So, ja, noch Eigenwerbung gemacht dafür. Aber sowas ist echt, also da kann man echt ein bisschen investieren, um da so gute Sachen zu machen. Das ist wirklich so. Ja, finde ich auch. Weißt du, Financial Growth hier. Nee, aber sowas klappt echt, das ist ohne Witz, das hat bei mir auch geklappt. Ja. Hast du noch einen Tipp, wann die besten Zeiten sind für TFP-Shootings? Uhrzeiten? Naja. Jahreszeiten? Jahreszeiten, ja. Vielleicht. Naja gut, kommt darauf an, was man jetzt erreichen möchte. Ne? Also ich glaube, im Winter geht es ja eher in Richtung Homeshooting. Da wird's dann, könnte es eventuell ein bisschen... Ich kenne eine Jahreszeit, die sich richtig lohnt für TFP-Fotoshootings. Der Herbst. Ja? Wenn du mal als
wenn du ein richtig geiles Portfolio haben willst. Gerade im Herbst, diese ganzen goldenen Lichter mit den Herbstblättern und sowas. Da habe ich mitbekommen, machen die meisten Leute TFP-Fotoshootings, weil das einfach wahnsinnig aussieht. Die kriegen nicht so schnell vielleicht einen gebuchten Auftrag dafür und wollen genau in den goldenen Herbst Bilder machen. Und meistens macht man sowas im Herbst, habe ich festgestellt. Also jede Jahreszeit hat was. Aber ich habe festgestellt, so viele immer im Herbst. Okay. Weil da echt schön draußen aussieht. Frühling aber tatsächlich auch, gerade wenn die Kirschblüte kommt, ja, oder Magnolie oder so, das ist ja dann immer sehr beliebt. Das ist immer so ein ganz kurzer Zeitspot, wo das blüht und ja, dann muss man sich sputen und dann. Stimmt, deine Haare mit die rosa Kirschblüten in Verbindung? War? Wird lustig. Ja, stimmt, das ist eine geile aber Idee. Aber nächstes Mal. Ja, echt mal. Ja. Ansonsten gute Tageszeit auch für schöne Bilder, habe ich bei dir auch gesehen auf deinem Kanal. Abends? Ja, goldene Stunde. Eine Stunde, bevor die Sonne untergeht. Ja, also zwischen 12 und 3 hat der Fotograf frei. Wenn du das nicht weißt, dann musst du noch mal ein bisschen lernen, weil abends oder morgens, im Morgenslicht, abendslicht, dann ein Fotoshooting machen. Nicht mitten am Tag irgendwo draußen. Wenn außer, die Sonne runterknallt. Außer du bist schon 10 Jahre Fotograf und weißt ganz genau, wie man am Tag perfekt gute Bilder macht mit hartem Sonnenlicht. Das ist eine hohe Kunst. Das würde ich sagen, kann nicht mal Ecke echt gut, weil das ist ultra schwierig. Ja, okay. Mitten am Tag, da musst du wissen, musst du neben einer weißen Wand stehen, das Licht muss ein bisschen reflektieren, du musst gucken, wie die Farbe von dem Boden ist, wie die Struktur ist, wie der das Licht reflektiert, damit man da halbwegs was Vernünftiges hinbekommt. Ja, ja, so, ein bisschen das dahinter. Das ist voll schwierig, ja. Und ja, was auch ein ganz guter Trick ist für TFPs, ich frage immer zuerst das Model, wie kann ich dich glücklich machen? Wenn du zum Beispiel irgendwas Besonderes willst, irgendwie ein Zielbild im Kopf hast, was man machen will, macht man erstmal zum Beispiel das. Ja. Ja, dann hat man auf jeden Fall schon mal was, wo man mit einem guten Gefühl dann rausgehen kann. Das ist mir das richtige Stichwort. Nudity-Gefühl, wenn man sich dabei jetzt gut versteht, so wie wir beide, ist echt ideal. Wenn man das Mädel nicht kennt, denn du musst jetzt nicht versuchen, dich zu verstellen und übelst der Clown sein, aber schon ein bisschen dafür sorgen, dass eine lockere Stimmung ist. Eine halbe Stunde vorm Shooting erstmal eine Weile Thema Ahnung, mal hinsetzen, einen Kaffee trinken, ja. Willst du was trinken, dem Model nicht gleich sagen, okay, stell dir mal hin, alle Kleid, los. Und wenn man sich noch nicht kennt, ist das Horror. Dann kommst du ja nicht mehr klar. Dann ist man verkrampft und das sieht man im Blick. Ja. Wobei ich das ja mittlerweile schon ganz gut abkann. Also ich kenne den einen oder anderen Fotografentypen schon. Als Menschentyp. Du kannst das, weil du gute Posing hast. Dir kann man sagen, mach mal und dann klappt das. Wenn du jetzt Anfängermodel bist, so was die meisten sind, die das hier gucken, dann du musst dich bei dem Shooting wohlfühlen. Wenn du dich nicht wohlfühlst, dann sieht man das. Das setzt dich jetzt total unter Druck, weil jetzt denkst du so, fuck, ich muss mich ja wohlfühlen. Aber wenn du vor dem Shooting ein Glas Sekt trinken muss oder dein Bier oder weiß ich was oder erstmal noch eine Kippe rauchen, erstmal nochmal entspannen und dann Fotos machen, dann mach das so. Fühl dich dann nicht gezwungen irgendwie, oh, ich muss jetzt auf Press irgendwas machen. Sowas ist ganz wichtig. Wenn du locker und entspannt rüberkommst, du bringst immer die Emotion in dem Bild rüber und so sieht dann auch das Foto aus. Aber das ist nochmal ein ganz eigenes Thema für sich, wie man sowas fotografiert. Und bitte nicht unter Zeitdruck. Nee, Zeitdruck dann wird's noch schlimmer. Zeitdruck ist, mit dem Verkrampfen. Zeitdruck ist echt schlecht. Aber ich glaube, dann haben wir das erstmal, wa? Ja. Ja. Wenn ihr mehr davon wissen wollt, mehr darüber sehen wollt, dann abonniert gerne diesen wunderschönen YouTube-Kanal hier. Folgt auf alle Fälle Madame Miau auf Instagram. Schreibt sie mal an. Vielleicht gibt es da noch ein paar andere Sachen, wo man sich Bilder angucken kann. Vielleicht auch auf meiner Webseite. Wir blenden das alles hier ein. Na? Du blendest es ein. Ich blende das ein. Genau. Also, ihm folgen, bitte. Einmal Glocke aktivieren. Genau, dankeschön. Wir sehen uns beim nächsten Mal, ne? Macht's gut. Ciao. Tschüss. Das hat doch gut geklappt. Und ich hab die ganze Zeit übelst. Guck mal, ich hab davon einen Schluck Kaffee genommen. Ich hab da richtig Pulver auf der Zähne gehabt, ey.